Herzlich willkommen zu PFPX Tutorial. Heute wollen wir gerne euch die ersten Schritte mit PFPX erleichtern. Dazu gehen wir einmal gemeinsam durch die Installation und Aktivierung und erstellen danach unseren ersten Flugplan mit PFPX. Hierzu wünschen wir euch viel Spaß. Startet dazu die Installationsroutine. Als erstes kommt ihr zur Sprachauswahl. Hier könnt ihr Deutsch wählen. Die Installation wird vorbereitet und ihr kommt zum Willkommen-Bildschirm. Hier drückt ihr einfach auf Weiter. Als nächstes werden die Lizenzbedingungen abgefragt. Solltet ihr damit einverstanden sein, klickt es an und klickt auf Weiter. Hier nochmal der Hinweis, dass ihr für die Installation Administratorrechte benötigt. Als nächstes wird der Installationspfad abgefragt. Den könnt ihr auch optional ändern. Jetzt kommt ihr auf eine Zusammenfassung und wenn ihr damit einverstanden seid, drückt auf Weiter. Jetzt könnt ihr noch optional den Aerosoft Launcher installieren. Das ist ein kleines Tool, wenn ihr mehr Software von Aerosoft habt, um diese Anwendung komfortabel zu verwalten. Beim ersten Start des Programms kommen wir zum Aktivierungsprozess. Hier bieten wir zwei Arten an, die Online-Aktivierung und die Offline-Aktivierung über Telefon sowie E-Mail. Dazu gebt bitte euren Product Key ein. Und mit Continue wird bei einer aktiven Internetverbindung das Programm aktiviert. Solltet ihr keine Internetverbindung zur Verfügung haben, könnt ihr auch über Telefon bzw. E-Mail eine Aktivierung vornehmen. Dazu setzt ein Häkchen bei Activation by Phone or E-Mail und drückt auf Continue. In dem neuen Fenster wird nun eine Aktivierungsnummer generiert, die mit dem Produktkey per Telefon durchgegeben oder per E-Mail an Aerosoft Supportdesk geschickt werden muss. Bei der Erstaktivierung des Programms kann ein Name bestehend aus Vorname und Nachname frei gewählt werden. Dieser Name ist dann an den Produktkey festgebunden und kann auch nicht mehr geändert werden. Von den Support-Mitarbeitern bekommt ihr dann einen Aktivierungscode, der in das entsprechende Feld eingegeben werden muss. Mit OK wird der Aktivierungsprozess initialisiert und das Programm ist freigeschaltet. Als erstes könnt ihr die Basic-Programmoptionen und die Layout-Settings euren Bedürfnissen anpassen. Am besten ihr klickt jeden Reiter einmal durch und schaut, was sich dahinter versteckt. Die meisten Felder sind selbsterklärlich und die von uns eingestellten Defaults sind auch für die meisten User optimal. Nachdem ihr das Programm in den Fullscreen-Modus gesetzt habt, kann es sein, dass die Fenster nicht optimal ausgerichtet sind. Hier haben wir die Option Reset Windows in das Programm integriert. Diese findet ihr unter Style im rechten oberen Eck und dann den Reiter Reset Windows. Um das Programm optimal mit Daten wie Wetter, Notems und Track-Informationen zu versorgen, sollte eine aktive Internetverbindung verfügbar sein. In meinem Beispiel ist Wetter offline. Um neue Daten zu bekommen, müsst ihr es einfach auf Online setzen. Jetzt beginnen wir mit der Flugplanung. Als erstes möchte ich euch den Action-Button vorstellen. Hier wird immer der nächste logische Arbeitsschritt angezeigt und kann mit einem Mausklick ausgeführt werden. Wir starten mit Add Flight. In dem neuen Fenster geben wir nun eine Airline ein. In meinem Fall Air Berlin, ein Callsign, Departure and Arrival Airport. Das können wir im 4-Letter ICAO-Code oder im 3-Letter IATA-Code eingeben und eine Suchfunktion ist auch noch zusätzlich hinterlegt. Die Commercial Flight Number ist optional. Danach gehen wir auf Save. Wenn wir jetzt auf Plan Flight gehen, kommt als Meldung No Aircraft in Database. Gleichzeitig bietet der Action-Button den nächsten logischen Schritt an, ein Flugzeug in der Aircraft Database anzulegen. Wenn wir jetzt auf New gehen, können wir ein neues Flugzeug aus unserer Database kreieren. Allerdings haben wir schon viele Flight Simulator Add-ons für euch vorbereitet. Einfach den kleinen Reiter neben New anklicken und im Dropdown-Menü New from Template wählen. Falls euer Add-on hier aufgelistet ist, könnt ihr einfach das Flugzeug auswählen, in diesem Beispiel die PMDG 737-800 NGX und müsst eigentlich nur noch die Registration eingeben. Mein Flugzeug soll Delta Alpha Bravo Alpha Whiskey heißen. Alle Daten können aber auch noch verändert werden. Hier zum Beispiel gebe ich vor, dass mein Flugzeug nur 186 Sitzplätze hat.
Danach gehe ich auf Save und wähle Save Aircraft aus. Jetzt drücke ich hier Play, um zu bestätigen, dass ich die Delta Alpha Bravo Alpha Whiskey auswählen möchte. Das Symbol neben Aircraft wird nun grün, um zu signalisieren, dass alle notwendigen Eingaben gemacht wurden. Als nächstes möchte ich die Payload festlegen. Hier habe ich als Default-Wert Random Payload. Über die Button None und Maximum kann ich das Flugzeug auch mit maximaler oder keiner Payload bestücken. In der Zeile Payload kann ich natürlich auch jederzeit die Payload manuell eingeben. Nun kommen wir zum Routing. Mit dem Action-Button Quick Find Route wird uns die kürzeste Route unter Berücksichtigung der aktuellen Runway News, welche windabhängig ist, angeboten. Gleichzeitig wird uns diese Route im Mapfenster rechts angezeigt. Jetzt noch die Auswahl des Alternates. Als Default ist die Option Minimum Fuel ausgewählt. Natürlich kann ich auch manuell einen Alternate auswählen. Dazu gebe ich meinen Alternate in eines der vier vorgeschlagenen Felder ein und wähle ihn dann bei First Alternate aus. Auch die Route zum Alternate kann ich automatisch suchen lassen. Das war schon alles. Jetzt muss ich den Flug nur noch berechnen lassen. Dazu drücke ich auf Compute Flight. Gerade beim Online-Fliegen mit WATSIM und AVEO sind CFMU-konforme Flugpläne Voraussetzung. Auch das kann PFBX überprüfen. Hierzu drücke ich den Button Validate. Ein neues Fenster mit meinem ATC-Flugplan wird geöffnet. Wenn ich oben links den Button Validate drücke, wird mein Flugplan online überprüft. Auch hier ist wieder eine aktive Internetverbindung Voraussetzung. Eventuelle Fehler im Routing werden angezeigt und können dann bei Bedarf geändert werden. Jetzt ist meine Flugplanung abgeschlossen. Unter den Details kann ich mir eine kurze Übersicht über meine Kraftstoffe DAS-Planung und Flugzeit geben lassen. Unter OFP ist der gesamte Operational Flight Plan abgelegt. Unter ATC sehe ich den ATC-Flugplan, welchen ich gerade per CFMU überprüft habe. Unter Wetter sind bei aktiver Internetverbindung das aktuelle Wetter sowie die Wettervorhersage für meine Start-, Lande- und Ausweichflughäfen aufgelistet. Das gleiche gilt für die Notims. Jetzt kann ich den Flugplan releasen, um ihn in den Schedule aufzunehmen. Bei Bedarf kann ich jetzt mein Flight Package ausdrucken. Auch hier kann ich genau angeben, welche Teile des Flight Packages ich gedruckt haben möchte, um gegebenenfalls Papier zu sparen. Als letztes möchte ich euch noch die Exportfunktion von PFPX vorstellen. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Flugpläne in verschiedene Add-ons, die eine FMC- oder MCDU-Importfunktion besitzen, zu exportieren. Ihr könnt damit im Flight Simulator die berechneten Flugpläne direkt in die FMC programmieren. Dazu müsst ihr als erstes den Pfad zum Flugsimulator definieren. In diesem Beispiel zeige ich, wo der FSX-Installationspfad ist. Wie in Wirklichkeit werden Departure- und Arrival-Routes nicht mit exportiert. Als nächstes wählt ihr das Add-on aus und wenn ihr auf Apply drückt, wird der Flugplan unter dem Routennamen abgespeichert. Allerdings müsst ihr aufpassen, verschiedene Add-ons benötigen eine gewisse Syntax, sonst könnt ihr sie später nicht in die FMC-MCDU importieren. Über Send könnt ihr eure berechneten Daten direkt zu Topcat senden. Hierzu benötigt ihr allerdings eine freigeschaltete Vollversion von Topcat, die nicht in PFBX enthalten ist. Der zweite Reiter in Send bietet euch die Möglichkeit, euren Flugplan in das Webformular von WATSIM einzufügen. Hier werden alle Felder ordnungsgemäß ausgefüllt. Ihr braucht nur noch eure WATSIM-ID und euer Passwort eingeben und könnt damit den Flugplan aufgeben. Das beendet nun unser Tutorial PFBX erste Schritte. Wir hoffen, euch ein wenig geholfen zu haben und wünschen euch viel Freude mit unserem Produkt PFBX. Wir werden regelmäßig weitere Tutorials über verschiedene Funktionen wie Long Range Planning und so weiter veröffentlichen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao, Servus, euer Carsten.